schlecht. Du sollst dich doch nicht so anstrengen. Ach, ja. Mir geht's so gut. Ich fühle mich wie neu geboren. Das bist du ja auch. Trotzdem solltest du dich noch ein bisschen schonen. Weißt du, was das heißt? Wieder nach vorn zu denken. Eine Zukunft zu haben, im Gras zu liegen und zu träumen? Na, sicher weiß ich das. Weißt du, was noch schöner ist als die Zukunft? Nein. Eine gemeinsame Zukunft. Komm wieder. Was wollte er? Ein Darlehen. Ein Darlehen? Ja, Gary Kolbe will einen Fitnessclub in der Stadt übernehmen. Er braucht 250.000 Mark für die Ablöse. Und? Gibst du sie ihm? Natürlich nicht. Er hat keinerlei Sicherheiten. Weiß ja nicht mal, wo er wohnt. Außerdem ist er vorbestraft wegen Betrugs. Übrigens, du warst gut heute. Naja, siehst du. Aber seit es mit Gwendolyn wieder aufwärts geht, fühle ich mich auch besser. Wo ist sie? Ich habe mit ihr heute Morgen telefoniert. Sie machen einen Ausflug mit dem Rad. Nächsten Monat will sie wieder zu uns. Ich kann es noch gar nicht fassen. Es ist wie ein Wunder. Sag mal, was hat eigentlich mein Vater von dir gewollt? Er hat doch heute Morgen angerufen. Nichts Besonderes. Dies und das, Er hat mich gefragt, ob wir Kinder haben wollen. Und? Was hast du gesagt? Ja, natürlich. Zwei Jungen und zwei Mädchen. Okay, dann lass uns keine Zeit verlieren. Die beiden morgen Abend zum Essen eingeladen. Ich finde, wir sollten Jochen mir zeigen, dass er unser Schwiegersohn ist. Ich bin nicht da. Ich habe morgen Abend eine Besprechung in der Regency. Kannst du das nicht verschieben? Nora, ich bitte dich. Ja. Schon gut. Hör mal. Ja? Ich möchte nicht, dass die beiden zusammenbleiben. Aber du warst doch sehr einverstanden mit der Heirat. Ja, ja. Und du weißt auch wohl warum, nicht? Ich verstehe. Jetzt, wo Gwendolyn überleben wird, ist er dir nicht mehr gut genug? Glaub mir, es ist das Beste für Gwendolyn. Wenn du meinst, sie ist ja schließlich deine Tochter. Ja? Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Also hier ist Eckhold Ries. Wenn Sie sich verwählt haben, dann entschuldigen Sie sich wenigstens. Nichts. Scheint ein neuer Sport zu sein. In den letzten Tagen geht das dauernd so. Das kann man überprüfen, wenn man einen bestimmten Verdacht hat.
Hast du einen? Nein. Vielleicht hast du deinen Freunden nicht gesagt, dass du jetzt verheiratet bist. Nein, habe ich nicht. Wozu auch? Die würden das ja doch nicht verstehen. Ja? Ihr Schwiegersohn. Ja, einen Moment. So, schicken Sie ihn herein, bitte. Ja. Du hast dir viel Zeit gelassen. Also, was ist? Hast du über mein Angebot nachgedacht? Tut mir leid, daraus wird nichts. Du bist ein Narr. Hast du dir mal überlegt, was man mit 1 Million alles machen kann? Jetzt geben Sie sich doch keine Mühe. Das ist sehr geschickt. Was würdest du sagen, wenn ich noch 500 drauflege? Dasselbe. Ihr Geld interessiert mich nicht. Sieh da, sieh da. Wir bemühen unseren Charakter, hm? Vor einem Vierteljahr hat sich das alles noch ganz anders angehört. Ich liebe Gwendolyn und sie liebt mich. Und das sollten Sie verdammt noch mal respektieren, wenn Ihnen das Glück Ihrer Tochter am Herzen liegt. Das Glück meiner Tochter findet ohne dich statt. Hast du gehört? Du wirst nicht mehr gebraucht. Okay. Und je eher du das kapierst, desto besser für dich. Ich werde Mittel und Wege finden. Verlass dich drauf. Nur zu. Und tun Sie sich bloß keinen Zwang an. Ja, Herrn Kolbe. Carrie! Telefon. Gary, sind Sie's? Ja. Sagen Sie, Gary, wie war das mit dem Darlehen? Wie viel? 150.000. Na ja, schön. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Kommen Sie heute Nachmittag vorbei, ich bereite alles vor. Ach, Gary, noch etwas. Ich erwarte, dass Sie mir einen kleinen Gefallen dafür tun. Wo ist denn diese Rechnung? Ja, von einem gewissen Wolfgang Römer an Burle. Ich nehme an, es interessiert Sie. Ja, Burle ist der Kosename. Sein richtiger Name ist Jochen. Ja, ganz eindeutig. Schließlich habe ich 2 Jahre lang mit ihm zusammengelebt. Natürlich, gnädige Frau. Alles sehr diskret. Thank you.
Hast du mich jetzt aber erschreckt. Noch ein bisschen wackelig, hm? Das ist eben auch ein Rekonvaleszent. Ein Frisierhocker? Hm? So was hatte meine Oma. Das ist jetzt wieder modern. Gib mal her. Hier müsste dringend mal jemand aufräumen, hm? Was ist denn das? Eine Spitzale. Ich wollte dich abholen. Du, ich werde hier sicher noch eine Stunde brauchen. Jochen, ich muss mit dir reden. Was ist? Hat dich jemand geärgert? Nein, nein. Na, jetzt sag schon, was ist denn los? Nachher, ja. Ich beeile mich, okay? Steigen Sie ein. Sie haben vielleicht Nerven, Mann. Holen mich mitten aus einer wichtigen Besprechung heraus. Ja, jetzt reden Sie schon. Was ist denn so wichtig? Hätte das nicht Zeit bis morgen gehabt? Jochen Ries ist tot. Ich weiß nicht. Ich habe ihn gefunden. Ja, ich hab's eilig. Gibt's noch was? Ach so. Sie meinen Ihr Darlehen. Keine Sorge, es bleibt dabei. Vorausgesetzt, dass Sie den Mund halten. Das hat Sie doch niemand gesehen, oder? Nein. Aber... Ja? Nichts, nichts. Ich verlasse mich auf Sie. Guten Tag, hier ist München 2318355. Es ist niemand zu Hause. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Dankeschön. Siska! Siska, gehen Sie dran. Komm, ich weiß, dass Sie zu Hause sind. Ja, nun machen Sie sich schon. Ich rufe nicht an, um Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Lorenz ist auf dem Weg zu Ihnen. Hane, was gibt's? Ich habe da was ganz Aktuelles für Sie. Aber ein Mann ist erschossen worden. Ja, in seine Werkstatt. Und ist sicher, dass es Mord ist? Nein, das weiß ich auch nicht. Kann aber auch Selbstmord gewesen sein. Hm. Und wer sagt das? Der Mann, der ihn gefunden hat. Dr. Engler, ein Notarzt. Er wartet auf Sie. Paracelsusweg 3a. Ja, die Spurensicherung ist schon da. Und Lorenz muss jeden Moment bei Ihnen eintreffen. Ja, natürlich bleibe ich hier. Ich habe ja Bereitschaft. Ja, keine Sorge, ich werde mich schon nicht langweilen. Bis dann. In die Rechtsmedizin. Dr. Engler? Ja. Bringen Sie mir die Ampullen, bitte. Ja, wir konnten nichts mehr tun. Er ist verblutet. Hm? Haben Sie die Polizei verständigt? Naja, nachdem wir gesehen haben, dass hier nichts mehr zu machen war. Exitus. Eine Viertelstunde vorher eingetreten. Und wie haben Sie es erfahren? Anruf bei der Notrufzentrale um 20.40 Uhr. Aber wer angerufen hat, wissen Sie nicht? Nein. Aber das lässt sich ja feststellen. Ich muss mich jetzt um die Frau kümmern. Die Frau des Toten? Ja, das nehme ich an. Sie hat um kurz nach neun angerufen. Ein Sanitäter war am Apparat. 10 Minuten später war sie hier und ist über der Leiche zusammengebrochen. Kann man mit ihr sprechen? Das bezweifle ich. Schwerer Schockzustand. Auf jeden Fall. Mhm. Marte Benning, Mitte 30, geschieden, keine Kinder. Ich bin beeindruckt. Mhm. Von Ihnen, was Sie schon mit alles wissen. Mhm. Können wir jetzt mal zur Sache kommen? Klar.
Ich habe da ein paar persönliche Sachen gefunden von dem Toten. Personalausweis, Telefonbuch, Auftragsbuch. Jochen Ries, geboren 23.06.70, wohnhaft in München, Walchenseestraße. Der war ganz schön dick im Geschäft. Was ist das? Das ist ein Auftragsbuch. Boah. Innenausstattung, Polsterarbeiten, Dekoration. Das ist seine Frau. Sie hat einen Schock erlitten. Der Doktor kümmert sich um sie. Ich weiß. Oh, Entschuldigung, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Marthe Binning. Peter Siska. Ich weiß. Und wie sieht's aus? Wie es aussieht, werden wir noch eine ganze Weile brauchen. Es ist alles ziemlich unübersichtlich. Chaos. Das war wohl eher der Normalzustand hier. Der Mann ist erschossen worden. Und zwar mit diesem Nageltacker hier. Aufgesetzt, darf ich? Am Hals, so. Da, wo alle wichtigen Leitungen durchgehen. Genau. Nagel hat dann die Hauptschlagader getroffen, sagt der Arzt. Ja. Was ist das? Das sind zwei Knöpfe. Der eine stammt von einer Bordüre, den anderen haben wir bisher nicht identifizieren können. Ja, ich muss jetzt. Gut. Spätestens morgen früh haben Sie meinen Bericht. Wiedersehen. Janett? Sie sagen Bescheid, wenn Sie wieder im Dienst sind. Ja, schon gut. Schauen Sie mal hier. Mit MK sprechen. Gucken wir doch. HIK. Kraus, Kissler, Kaiser. Koch, Matthias, Künzel, Milan, Knauer, Manuela. Mehr MKs gibt's nicht. Versuchen Sie es. Wenn der Mann so gut im Geschäft war. Ja, genau, dann muss er ja Leute gehabt haben. Mitarbeiter, Angestellte, Lehrlinge. Vielleicht hat es ja hier intern Streit gegeben. Okay, ich kümmere mich drum. Dann lassen Sie mal den Nachbarn fragen, ob irgendjemand was Verdächtiges gesehen oder gehört hat, ja? Ich rufe den Hahn an und schau mal, was mit der Frau ist. Okay. Was ist das sein? Bitte jetzt nicht. Das ist sein Job. Herr Beinhardt. Kommen Sie, setzen Sie sich. Herr Siska. Ja? Man hat uns gesagt, dass Sie mit Gwendolyn sprechen wollen. Wer sind Sie? Nora Eckhold, ich bin die Mutter, nein, die Stiefmutter. Und wer hat Sie benachrichtigt? Meine Tochter. Sie hat mich angerufen, ich bin sofort hierher gekommen. Geht's einigermaßen? Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja. Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen? Am frühen Abend. Ich wollte ihn abholen, aber er war mit seiner Arbeit noch nicht fertig. Ich glaube, das hat jetzt wenig Sinn mit den Fragen. Können wir das nicht verschieben? Das, was sie jetzt braucht, ist Ruhe. Selbstverständlich. Trotzdem möchte ich Sie bitten, mich morgen im Präsidium aufzusuchen. Geht das? Sie schläft. Und was sagst du dazu? Was soll ich sagen? Das ist alles ganz schrecklich. Wie geht es ihr? Ich glaube, sie hat es noch gar nicht richtig begriffen. Ich habe ihr ein Schlafmittel gegeben. Hast du eine Vermutung? Nein. Danke.
Vielleicht weiß einer von seinen schwulen Freunden. Du hast es gewusst? Nein, ich habe es heute erst erfahren. Mein Gott, Nora. Was haben wir ihr da angetan? Gwendolyn hat es gewusst. Es hat dir nichts ausgemacht. Du sparst jetzt eine Menge Geld, stimmt's? Moment mal. Was willst du damit sagen? Nichts. Ich gehe schlafen. Morgen! Na, endlich. Morgen. Morgen. Schau mal, das ist ja spannend. Zwei Wagen. Ein Nachbar hat zur Tatzeit in der Nähe von der Werkstatt einen hellen Pkw gesehen, der da nicht hingehört. Und ein anderer Nachbar hat wenig später einen Geländewagen wegfahren sehen. Kennzeichen? Schön wär's, aber haben wir leider nicht. Oh, das schmeckt ja grauenhaft. Mensch, am besten kocht jetzt jeder seinen Kaffee selber. Hier, vielleicht hilft uns das hier weiter. Ein Mitschnitt von der Notrufzentrale. Ein Notfall. Kommen Sie in den Paracelsusweg. Schnell, ein Mann ist schwer verletzt. Ja, Paracelsusweg 3A. Die Werkstatt. Anonym natürlich. Das ist gut. Was ist daran gut? Na, hätte er seinen Namen gesagt, dann wäre er wahrscheinlich ein Unbeteiligter. So, aber können wir einigermaßen sicher sein, dass er was mit der Tat zu tun hat. Sonst hätte er ja seinen Namen gesagt. So einfach ist das. Genau. Und was machen wir damit? Am besten über einen Sender. Vielleicht erkennt da jemand die Stimme. Na, warten wir erstmal den Bericht von der Spurensicherung ab. Was wissen wir über den Toten? Erkennungsdienstlich nichts. Ein absolut unbeschriebenes Blatt. Er hat vor 2 Monaten geheiratet, aber das ist ja nicht strafbar. Vielleicht doch. An was denken Sie? Na, Klassenunterschiede, wie man sie überwindet. Ah, Frau Eckold hat angerufen. Sie kommt später. Sie ist mit ihrer Tochter beim Arzt. Diese Eckolds, was sind das für Leute? Alteingesessene Bankiersfamilie. Wohlhabend, einflussreich, überall gut angesehen. Mit anderen Worten, ja, also da nehme ich schon lieber einen frischen Gang. Ja, sag ich doch. Mit anderen Worten, allerfeinste Gesellschaft. Und Jochen Ries, Polster und Dekorateur, das passt doch irgendwie nicht. Na ja, aber ich bitte Sie, das spielt doch heutzutage keine Rolle mehr. Hm. Hane, darauf will ich Ihnen aber keinen Kredit geben. Ich habe gestern Abend noch mit den Angestellten von Jochen Ries gesprochen. Mit einem Uwe Baumann und einer Manuela Knauer. Die MKs. Ja, genau. Die beiden haben zwischen 18 und 22 Uhr ein Schaufenster dekoriert in der Zweibrückenstraße. Das Alibi ist astrein. Hm, danke. Tja, und dann gibt's ja noch einen Azubi. Aber der war auf der Geburtstagsfeier von seiner Großmutter. Das habe ich auch schon überprüft. Moment, alles gestern Abend? Mhm. Hey, Respekt, Respekt. Tja, ich bin ein richtiger Nachtschwärmer. Uwe Baumann hat gesagt, dass Jochen Ries niemand war, mit dem man Streit haben konnte. Ja, und aus der Knauer war nichts rauszuholen. Die hat die ganze Zeit nur geweint. Und die anderen MKs? Die habe ich noch nicht. Milan Künzel hat ein kleines Restaurant im Lehl. Ja, den treffe ich in einer halben Stunde. Und Matthias Koch, der war unter der Nummer nicht erreichbar. Ich habe noch mal Kaffee genommen. Oh, ja. Ist meine Frau schon gekommen? Ja, in dem Moment gerade. Danke. Oh. Guten Morgen. Was hat der Arzt gesagt? Es sieht so aus, als sei sie endgültig über den Berg. Die Werte werden von Mal zu Mal besser. Oh. Schön. Die Werte, die Werte. Was interessiert dich das überhaupt? Mein Mann ist tot. Hörst du? Ermordet. Hast du was damit zu tun? Sag mal, ich glaube, du weißt nicht, was du da sagst. Was sind das für 250.000 Mark, die du Jochen überwiesen hast? Wie bitte? Komm, tu doch nicht so. Ich habe den Kontoauszug gesehen. Hast du ihn vielleicht gekauft, damit er mich heiratet? Als Bräutigam für meine letzten Tage. Du bist viel zu erregt. Wir reden ein andermal. Nein, jetzt! 250.000 Mark, war das also der Preis, für den ich zu haben war, ja? Oh mein Gott, was
Was für eine Demütigung. Und er hat es genommen. Bitte. Nimm's, wie du willst. Aber früher war es gang und gäbe, dass Väter ihre Töchter vor der Heirat mit einer Mitgift ausgestattet haben. Bitte, siehst du doch mal. Nein, so sehe ich es nicht. Verstehst du denn nicht, dass eine Frau lieber ohne Prämie geliebt und geheiratet werden möchte? Aber du warst krank. Todkrank. Du hattest noch eine Lebenserwartung von 6 Monaten. Ach, und du meinst, das setzt alles außer Kraft, ja? Anstand, Achtung, Würde. Im Gegenteil, da ist die Würde erst richtig gefragt. Es tut mir leid. Ich hab's gut gemeint. Und was hast du ihm geboten, um ihn wieder loszuwerden? Bitte, wie kommst du denn darauf? Zu abweisen, wie du immer zu ihm warst. Du mochtest ihn doch eigentlich gar nicht. Aber für ein halbes Jahr ist er gut genug, hast du dir gesagt, hm? Ist es nicht so? Komm. Komm, wir müssen jetzt gehen. Herr Siska wartet auf uns. Wer? Habe ich dir das nicht gesagt? Die Polizei will uns vernehmen. Ja, ich möchte Gary Cole besprechen. Ein Notfall. Kommen Sie in den Paracelsusweg. Schnell. Ein Mann ist schwer verletzt. Ja, Paracelsusweg 3A. Die Werkstatt. Nochmal. Ein Notfall. Kommen Sie in den Paracelsusweg. Schnell. Ein Mann ist schwer verletzt. Ja, Paracelsusweg 3A. Die Werkstatt. Und kennen Sie die Stimme? Nein. Ich weiß nicht. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Na schön, vielleicht fällt sie Ihnen ja noch ein. Würden Sie bitte mit mir kommen? Ich werde Ihnen nicht viel helfen können, fürchte ich. Wir werden sehen. Möchten Sie noch ein Glas Wasser? Ja, bitte. Tun Sie mir einen Gefallen? Ja. Quälen Sie meine Tochter nicht. Hier wird niemand gequält. Meistens sind es die Leute selber, die sich quälen. Wenn Sie was zu verbergen haben, dann sitzen Sie da und wissen nicht, was Sie sagen sollen. Was jetzt Ihrem Vorteil ist, die Wahrheit zu sagen oder Verstecken zu spielen? Danke. Bitte. Es ist schrecklich. Sie waren jetzt 2 Monate verheiratet. Und Sie und Ihr Mann, waren Sie mit der Heirat einverstanden? Aber ja, sicher. Wir waren sehr glücklich. Jochen war so ein fabelhafter junger Mensch. Sie sind zusammen zur Schule gegangen. Ja, haben Sie einen Verdacht? Hatte Jochen Ries Feinde? Nein, 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 das kann ich mir nicht vorstellen. So. Entschuldigung. Fingerabdrücke auf dem Telefon identifiziert. Die von Ries und welche von einem Gerhard Kolbe. 45 Jahre alt. Gelernter Gerüstbauer. Mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung, illegalem Waffenbesitz, Betrug und Erpressung. Haben wir seine Adresse? Sehr gut. Was mit Lorenz? Er ist gerade angekommen. Er soll sich bereithalten. Ich bin ja gleich fertig. Was ist mit dir? Ah, mühsam. Viele Tränen, wenig zur Sache. Aber ich bin sicher, die hat nichts damit zu tun. Wir machen trotzdem von beiden Fingerabdrücke. Kennen Sie einen Gerhard Kolbe? Gerry? Ja, natürlich, das war seine Stimme. Habe ich nicht gleich gesagt, dass sie mir bekannt vorkommt? Was hat er damit zu tun? Das wissen wir doch nicht. Woher kennen Sie Kolbe? Er ist so eine Art Faktotum in unserem Club. Hausmeister, Mädchen für alles und so. Ist das seine Adresse? Ja, da wohnt er. Gut, das war's. Sehen Sie, jetzt haben Sie uns doch geholfen.
Kommen Sie weiter? Ja, ja. Danke für den Bericht. War mir eine Ehre. Für besondere Kollegen geben wir uns bis an Grün. Sie sind noch nicht lange hier. Nein. Kennen Sie sich hier aus? Nicht besonders. Cafés, Restaurant, Biergarten? Nee. Dann würde ich Ihnen gerne mal ein schönes Restaurant zeigen. Mittags oder abends? Abends natürlich. Entschuldigen, störe ich? Ehrlich gesagt, ja. Sie haben gesagt, wir sind ein Team. Und wenn einer von uns beiden in Gefahr ist... Ich bin nicht in Gefahr. Ist er nicht in Gefahr? Noch nicht. Aber ein bisschen aus der Übung, ja? So, jetzt reicht's aber. Hm? Also abgemacht, ich rufe Sie an. Okay. Servus. Servus. Habe ich gerade Servus gesagt? Na, servus. Und, wieder auf der Erde? Ja, sicher. Dann habe ich ein paar Neuigkeiten. Jochen Ries hat die letzten 2 Jahre mit einem Mann zusammengelebt. War er schwul? Vielleicht bi. Jedenfalls hat er vor 3 Monaten seinen Freund verlassen, um Gwendolyn Eckhold zu heiraten. Der verlassen hat den Namen? Matthias Koch. Wie lange Künstler hat mir die ganze Geschichte erzählt, ist der Wirt vom Baldachin. Und das wiederum war die Stammkneipe von den beiden. Und der Koch, was macht der? Der hat hier in der Nähe einen kleinen Buchladen. Aber der hat ein Alibi. Künzel hat gesagt, dass Matthias Koch gestern Abend gegen 19 Uhr ins Baldachin gekommen ist. Er hat sich traurig in der Ecke gesetzt, mit Rotwein zugeschüttet und sich die ganze Nacht nicht von der Stelle gerührt. Und Koch, was sagt er? Gar nichts. Den habe ich noch nicht erreicht. Seine Verkäuferin hat erzählt, dass er heute Morgen nach London geflogen ist. Zu einer Buchauktion. Das glauben Sie nicht? Nee. Ich glaube eher an Flucht. Das ist doch das klassische Motiv, der verlassene Geliebte. Oh. Ich in so einer Situation würde genauso reagieren. Nur mir wäre London nicht weit weg genug. Ja, aber nur, wenn ich kein Alibi hätte. Ist auch wieder richtig. So, jetzt nehmen wir uns erstmal den Kolbe vor. Schauen Sie mal da den Geländewagen. Ja, davon gibt's viel. Entschuldigung, können Sie uns sagen, wo wir Herrn Kolbe finden? Der ist nicht da. Kriminalpolizei. Hat er was ausgefressen? Nein, nein, nur eine Zeugenbefragung. Er ist vor einer Stunde weggefahren. Wissen Sie, wann er wiederkommt? Nein, weiß ich nicht. Er hatte einen Koffer dabei. Der Geländewagen dort drüben, ist das seiner? Ja, aber er ist mit einem anderen Wagen fort. Jemand hat ihn abgeholt. Können Sie den Wagen beschreiben? Nein, ich habe ihn nur von Weitem gesehen. Ziemlich groß war er und dunkel. Danke. Wiederschauen. Tja, abgetaucht. So wie es aussieht, hat ihm jemand dabei geholfen. Was ist, Farmer? Ich glaube, Gwendolyn Ries hat uns da was verschwiegen. Setzen Sie mich bei ihr ab. Die Ärzte haben gesagt, dass sowas nur ganz selten vorkommt, einmal unter 100. Die Krebszellen fangen an, sich selbst zu zerstören, eine Selbstheilung des Körpers. Ausgelöst durch Freude. Vielleicht. Naja. Ich möchte Sie etwas fragen. Ja? Wussten Sie, dass Ihr Mann... Dass er homosexuell war? Ja. Ja, natürlich. Jochen und ich, wir kannten uns schon als Kinder. Er war immer anders als die anderen Jungs. Irgendwann, so mit 14, 15, hat er es mir gesagt. Aber ich habe trotzdem weiter für ihn geschwärmt. Und Ihre Eltern wussten dies auch? Nein, die hatten keine Ahnung. Sonst hätte mein Vater sich ja nicht versucht. Was? Was hätte Ihr Vater nicht versucht? Mein Vater hat Jochen gekauft. Er hat ihm 250.000 Mark gegeben, dafür, dass er mich heiratet. Ich hab's auch gestern erst erfahren. Er sagt, dass er es gut gemeint hat. Ich möchte jetzt auch lieber wieder zurück. Gut. Also noch einmal von vorn.
Woher wussten Sie, dass Jochen Ries tot ist? Es hat in keiner Zeitung gestanden. Mein Gott, nun lassen Sie sich doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Wer hat es Ihnen gesagt? Niemand. Es war auch nicht nötig. Da war immer noch eine tiefe emotionale Bindung zwischen Jochen und mir. Obwohl er Sie verlassen hat? Ja. Ich habe gefühlt, dass ihm etwas passiert ist. Ah ja. So eine Art innere Stimme, nehme ich an. Ja. Jetzt hören Sie doch auf, das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Aber es ist so. Wie lange wollen wir uns den Quatsch noch anhören? Ja, beenden wir die Märchenstunde. Sagt dem Kollegen Bescheid, er soll das Gästezimmer herrichten. Sie werden bei uns Zeit genug haben, um über die richtige Antwort nachzudenken. Aber ich habe ein Alibi. Das ist schon möglich. Aber hier geht es um die Behinderung polizeilicher Ermittlungen. Und da sind wir äußerst empfindlich. Uwe Baumann. Wer ist das? Ein Mitarbeiter von Jochen Ries. Ein guter Freund. Ich war bis kurz vor Mitternacht im Ballerchen. Als ich nach Hause kam, stand Uwe Baumann vor meiner Tür und hat geweint. Ich habe ihn mit reingenommen. Da hat er mir erzählt, dass Jochen tot ist. Ich werde das gleich mal checken. Und dann beschlossen Sie, zur Polizei zu gehen und nicht nach London zu fliegen. Um keinen falschen Verdacht aufkommen zu lassen. Früher oder später wären Sie ja doch auf mich gekommen. Ich bewundere Ihren Scharfsinn. Ihre Geschichte scheint zu stimmen. Uwe Baumann hat genau das Gleiche gesagt. Was lange währt? Kann ich jetzt gehen? Ja, behalten Sie sich zu unserer Verfügung. Da geht's lang. Eine innere Stimme sagt mir, dass wir mit dem noch nicht fertig sind. Du hast gar nicht gefragt, wie es bei der Polizei war. Tja, wie war es bei der Polizei? Gary Kolbe war gestern Abend bei Jochen. Er hat auf die Notrufzentrale angerufen. Die Polizei hat seine Stimme identifiziert. Tja, und? Ja, ich frage dich, wie kommt er dahin? Die beiden kannten sich doch gar nicht. Hast du etwas damit zu tun? Hör mal, Nora, ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Aber ich habe nichts damit zu tun. Hörst du absolut nichts? Tut mir leid. Ich sehe schon Gespenster. Erwartest du jemanden? Nein, du? Ja, bitte? Guten Abend, Herr Dr. Eckold? Ja? Siska, Kripo München, ist mein Kollege Wiegand. Gut, kommen Sie rein. Danke. Ich nehme an, es handelt sich um meinen Schwiegersohn. Das heißt, um seinen gewaltsamen Tod. Genau, und in dem Zusammenhang um einen Mann, den wir suchen. Mhm. Wie heißt der Mann? Gerhard Kolbe. Ah, und da kommen Sie zu mir? Das verstehe ich nicht. Aber Sie kennen ihn? Ja, er ist Hausmeister in unserem Club. Meine Frau, kennen Sie? Was ist mit Gary? Er ist verschwunden. Entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht hereinbitten, aber wir haben Gäste. Macht nichts. Wann haben Sie Kolbe zuletzt gesehen? Gestern Nachmittag. Und wo? Im Club? Nein, in der Bank. In der Bank? Ja. Es handelte sich um ein Darlehen. Herr Kolbe wollte einen Fitnessclub in der Stadt übernehmen und dazu brauchte er Geld. Also einen Ablösebetrag über 150.000 Mark. Und, haben Sie es ihm gegeben? Ja. Aber du hast doch gesagt... Meine Frau wundert sich, weil ich normalerweise in solchen Kreditangelegenheiten eher, naja, sagen wir mal, etwas zugeknöpft bin. Aber in diesem Fall, ich meine, ich kenne Gerhard Kolbe und ich wollte ihm einen Gefallen tun. Und die Gegenleistung? Na, ich meine, was... sollte er dafür tun? Wie meinen Sie das? Es heißt, dass die Beziehung zwischen Ihnen und Jochen Ries nicht ganz ungetrübt war. So, heißt es das? Was wollen Sie damit andeuten? Wir haben Grund zur Annahme, dass Ihnen der Tod Ihres Schwiegersohns nicht ganz ungelegen kommt. So, jetzt reicht's.
Bitte verlassen Sie mein Haus. Sofort. Ohne Anwalt höre ich mir diese Unverschämtheit nicht länger an. Ist schon gut. Bitte halten Sie sich zu unserer Verfügung, ja, mit oder ohne Anwalt. Sie hören von uns. Eine Frage noch. Der helle PKW vor der Garage, gehört der Ihnen? Ja, das ist meiner. Warum? Einfach so. Entschuldigung, habe ich dich geweckt? Aber es ist fast neun. Ich habe verschlafen, dabei habe ich so viel zu tun. Willst du einen Kaffee? Nein, danke. Aber ich mache mir sowieso gerade einen. Nein, ist wirklich nicht nötig. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Besser. Nein, das stimmt nicht. Ich sitze da, starre die Türen und denke, dass er jeden Augenblick reinkommt. Ich weiß, wie das ist, wenn man jemanden liebt und er ist plötzlich nicht mehr da. Von einem Tag auf den anderen. Bin ich damals. Was war denn da mit deinem Sohn aus erster Ehe? Du hast nie darüber gesprochen. Das ist keine gute Geschichte. Willst du hier wohnen bleiben? Nein, ich suche mir eine andere Wohnung. Komm doch wieder. Willst du nicht wieder nach Hause kommen? Auf gar keinen Fall. Entschuldigung, ich wollte das nicht lesen, aber wer ist Bulli? Wieso? Hier steht in Liebe dein Bulli. Ein Freund von Jochen. Weißt du seinen Namen? Ich glaube Matthias, er hat einen kleinen Buchladen in der Stadt. Bist du sicher? Ja, wieso? Ist das wichtig? Was ist denn los? Ich glaube, wir haben Ihre Fingerabdrücke auf dem Telefon und Ihre Stimme. Das habe ich doch schon gesagt. Ich bin da zufällig vorbeigekommen. Ich habe den Mann da liegen sehen und habe dann die Notrufzentrale angerufen. Sie glauben doch nicht, ich bringe jemanden um und rufe dann die Polizei an. Ist auch schon vorgekommen. Warum haben Sie nicht gewartet, bis die Polizei gekommen ist? Weil ich gewusst habe, dass man mir das anhängen wird. Warum? Sie kannten den Ries doch überhaupt nicht. Das habe ich Ihnen doch schon alles gesagt. Da werde ich Ihnen jetzt mal was sagen. Eckhold! Hm? Hey, Hermann Eckhold, den kennen Sie aber, oder? Eckhold hat Ihnen ein Darlehen versprochen, wenn Sie ihm dafür einen kleinen Gefallen tun. Na, Sie sollten den Ries nicht umbringen, nur ein bisschen unter Druck setzen, habe ich recht? Und plötzlich wies der Teufel Wilke das Ding los. Es ist nicht wahr. Ich habe den Mann nicht umgebracht. Ich weiß ja gar nicht, womit. Mit einer Pistole. Zum Beispiel. Ich habe keine Pistole. Wir werden eine finden. Das stimmt. Herr Eckhold wollte... Ich sollte seinem Schwiegersohn einen Denkzettel verpassen. Schuss von Buck, hat er gesagt. Dafür hat er mir den Kredit versprochen. Ich bin dann am Abend hingefahren. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich tun sollte. Soll ich ihn verprügeln oder die Finger brechen oder... Aber bevor ich ausgestiegen bin, ist jemand aus der Werkstatt gekommen und weggelaufen. Und kurz darauf habe ich ein Auto wegfahren hören. Und diesen jemand, der aus der Werkstatt kam, den haben Sie natürlich nicht erkannt. Nein. Und das Auto natürlich auch nicht. Nein, das habe ich nicht. Ich nehme an, Schlauköpfchen, Sie haben sich das gut überlegt.
ob sie jemanden decken wollen, für dessen Tat sie jetzt verantwortlich gemacht werden. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Doch, 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 das können Sie. Glauben Sie mir, Sie brauchen nur ein bisschen Zeit. Aber die bekommen Sie bei uns. Da geht's lang. Etwas Zeit und den richtigen Gesprächspartner. Sie meinen Eckold? Ja, wir werden die beiden gegenüberstellen, gleich morgen früh. Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Ist ja gar nicht so kompliziert. Ihnen werde ich noch mal was beibringen. Der Mörder ist noch nicht im Spiel. Und was ist mit dem Kolbe? Er war es nicht. Aber er deckt jemanden, den er kennt. Ja? Was gibt's denn, Jakob? Ah ja. Ja, sag ich Ihnen. Okay, servus. Jetzt ist er mal da im Spiel. Auf Matthias Koch wurde geschossen. Er liegt im Krankenhaus. Hanna ist gerade auf dem Weg dahin. Er gibt uns Bescheid, sobald es irgendwas Neues gibt. An Ihrer Jacke fehlt ein Knopf? Ja, ich weiß. Niemand, der sich um Sie kümmert? Nee, das ist ja mein Problem. Kommen Sie, mir ist da gerade was eingefallen. Knopf für Ihre Jacke. Danke. Aber der passt leider nicht. Aber hier, schauen Sie sich das mal an. Mensch, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Wieso, was ist denn da? Ja, schauen Sie sich das doch mal genau an. Der Jacke fehlt auch ein Knopf. Genau. Und zwar der, den Sie da gerade in der Hand haben. Gwendoline Ries. Nora Eckhold. Das ist Nora Eckholds Jacke, die Gwendoline da trägt. Nee, Moment. Nora Eckhold hat die Werkstatt erst betreten, nachdem wir am Tatort waren. Ja, aber da hatten Marthe Benning und ihre Kollegen den Knopf ja bereits gefunden. Also muss die Eckhold den Knopf vorher schon da verloren haben. Sie sind ja ein richtiger Spürhund. Sie haben sich im Datum geirrt. Wir waren für morgen verabredet. Wir möchten mit Ihrer Frau sprechen. Ich fürchte, das wird nicht gehen. Sie hat einen Nervenzusammenbruch. Der Arzt war bei ihr. Sie werden sich wohl bis morgen gedulden müssen. Sie schläft jetzt. Ja. Ja, Sie entschuldigen mich, meine Herren. Ach, übrigens, darf ich erfahren, was Sie von ihr wollen? Alles der Reihe nach, Herr Dr. Eckhold. Wir sehen uns morgen früh. So. Es gibt Leute, da stehen mir die Haare zu Berge. Rufen Sie Hane an. Er soll jemanden herschicken, der die Hütte hier im Auge behält. Sicher ist sicher. Ja. Wir sind noch nicht so weit. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Schöne Augen haben Sie. Darf ich? Mögen Sie die bayerische Küche überhaupt? Nee, ja, ja, aber keine Eingeweide. Sie meinen Lüngerl oder Kuttel? Genau, genau. Warten Sie es ab. In ein paar Monaten geht es Ihnen wie meinem Großvater. Er hätte am liebsten 2-3 Mal in der Woche ein saures Lüngerl auf dem Tisch gehabt. Oh. War der auch bei der Polizei? Nein, Sattlermeister. Kommen Sie mal näher. Kommen Sie mal näher. Wir sind gar nicht da. 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 Guten Abend. Es tut mir wirklich schrecklich leid, dass ich Sie beim Essen störe. Es gibt Menschen, da stehen mir die Haare zu Berge. Oh, die kriegen wir schon wieder glatt. Was passiert? Nora Eckhold ist verschwunden. Ihr Mann hat angerufen. Er macht sich Sorgen, dass sie sich was antut. Hätte sie damit nicht bis morgen warten können?
Abend hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Schade. Wir waren gerade dabei, uns kennenzulernen. Nehmen Sie es als Probelauf. Ja, man sollte solche Sachen nicht überstürzen. Genau, ja. Die Rechnung übernehme ich. Zahlen bitte. Da habe ich ja richtig Glück gehabt, dass Sie den Namen von dem Restaurant aufgeschrieben haben. Das war ein Fehler. Wo ist Hane? Der ist irgendwo da draußen. In der unendlichen Weite eines Heuhaufens. Eckholt ist bei ihm. Sie klappern gerade das gesamte Adressbuch von Nora Eckholt ab. Was mit der Tochter? Da waren Sie ganz am Anfang. Niemand zu Hause, Fehlanzeige. Vielleicht ist der Heuhaufen gar nicht so groß. Was jetzt? So eine Vermutung. Rufen Sie Hane an. Sagen Sie ihm, wir sind auf dem Weg in die Werkstatt. Nora, warum wolltest du, dass ich mitkomme? Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr dahin zurück. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Zähl, zähl. 86. 85. Bleib. Bleib. Keinen Schritt weit. Dann schieß ich. Mein Vater wollte Jochen loswerden. Ich habe Jochen geliebt wie einen Sohn. Endlich hatte ich wieder einen Sohn. Was dann passiert ist. Ich habe keine andere Wahl. Zähl, zähl weiter. Ich verstehe überhaupt nicht, wovon sprichst du? Zähl. 84. 83. Gwendolyn, sind Sie da drin? Ich muss mit Ihnen reden, machen Sie auf. Gehen Sie. Frau Eckholt, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie, aber das ändert nichts. Zähl, zähl weiter. 83. 82. Nora, ich bitte dich. Es gibt bestimmt noch einen anderen Weg. Ich musste meinen Sohn rächen. Ich bin seine Mutter. Ich habe jedes Recht dazu. Zähl, zähl. 81. 80. 79. Frau Eckholt, machen Sie auf. Franziska, rein. Ich sag alles. Bleiben Sie an der Tür. Du zähl weiter, zähl weiter. 75. Bleiben Sie stehen. Mein Sohn war 16, als er sich umgebracht hat. Umgebracht aus Liebeskummer zu einem Mann. Ein Mann, den sie Burli nannten. Seitdem habe ich diesen Mann gesucht. Und dieser Mann war Jochen Ries. Ich musste ihn dafür bestrafen, was er mir und meinem Sohn angetan hat. Ja, aber das stimmt nicht. Jochen war nicht Burli. Ja. Jochen war nicht Burli. Der Mann, der mir die Briefe gegeben hat, hat mich belogen.
Matthias Koch hatte selbst Liebeskummer. Er wollte sich an Jochen rächen, weil er ihn verlassen hat. Um dich zu heiraten. In Berlin, ich... Ich glaube, ich brauche mal einen Trommelfell. Sei froh, dass du nicht in der Schusslinie warst. 24 Gramm Schrot aus 2 Meter Entfernung, das überlebt kein haartragendes Säugetier. Du bist der Vorsitz aber draußen geblieben. Ja, aus taktischen Gründen natürlich. So. Wer hat dir eigentlich gesagt, dass es einen zweiten Eingang gibt? Es gibt immer 2 Eingänge, weißt du das nicht? Einen für die Vorsichtigen und einen für die Helden.